So, herzlich willkommen wieder auf dem Kanal von meinem Bruder. Und zwar, wir hatten ja letzte Woche, oder wann das Video jetzt veröffentlicht wurde, ich weiß jetzt gerade gar nicht ganz genau, ging es ja um mein altes Rig, wie das alles so aussah mit dem ganzen Equipment, allem und allem drum und dran. Jetzt wollte ich euch ein bisschen was sagen über das neue Rig, was jetzt kommen soll, der Full Motion Simulator, wie gesagt. Aber auf dem Weg dahin gilt es ein paar Gedanken sich zu machen. Es gibt da verschiedene grundsätzliche Systeme. Man muss sich wirklich im Klaren sein bei der Ausgabe, die man da tätigt, was man haben will im Endeffekt, dass man zum Schluss nicht enttäuscht wird. Ich habe jetzt wirklich schon, muss ich sagen, Monate gelesen, gesucht und bin auch immer wieder auf neue Sachen gestoßen. Also die Vielfalt ist schier gar unglaublich, was es in dem Bereich alles gibt. Was man auch alles erst so findet, wenn man sich wirklich dann mit der Materie mal so ein bisschen auseinandersetzt. Nur jetzt mal von Anfang an. Also man muss wirklich, der grundsätzliche Gedanke, den man entscheiden muss, wenn man zu einem Full Motion Simulator wechselt, ist, es gibt zwei grundsätzliche Systeme. Das ist einmal der Seat Mover. Und es ist einmal der Plattform-Mover. Ich kann es gleich sagen, was ich hier gekauft habe, ist ein Plattform-Mover. So, jetzt ist die Frage, was bedeutet Plattform-Mover, was bedeutet Seat-Mover? Ich will jetzt gar nicht auf die Grundsatzdiskussion eingehen, was davon jetzt besser ist und auf die Vor- und Nachteile. Da, wenn ihr da in den Foren lest, da, ja, ich würde jetzt nicht sagen, da herrscht Krieg, aber es herrscht doch teilweise sehr große Uneinigkeit, was besser ist. Ich sage jetzt mal so, also nochmal jetzt erstmal die Erklärung. Ein Seat Mover ist quasi dazu da, um die Bewegung deines Körpers im Auto zu simulieren. Der Plattform-Mover simuliert quasi die Bewegung des Autos. Das hört sich jetzt ein bisschen strange an, ist glaube ich auch immer sich schwierig vorzustellen, aber wenn man sich den Gedanken mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, kann man dann schon im Endeffekt sagen, okay, zielt eher darauf ab, das zielt eher darauf ab. Beides muss man aber beim Simracing auch immer wieder dazu sagen. Beides ist im Endeffekt eine Verarschung deines Körpers bzw. deines Gehirns. Man kann im Endeffekt schwierig in so einem Simulator gewisse Kräfte simulieren, zum Beispiel lange Kurvenfahrten, so Geschichten. Also ja, es ist einfach schwierig. Wie gesagt, ihr seht jetzt ja auf dem Bild den Simulator, was kommen wird, beziehungsweise das ist nur eine Version, die Grundversion schon mal. Ich will jetzt hier gar nicht sofort direkt drauf eingehen, das machen wir gleich. Ich will euch erstmal dann zeigen ein paar Alternativen, was es so gibt. Zum Beispiel haben wir dann hier, das ist glaube ich ein relativ verbreitetes Exemplar, was man so an Seat Movern kaufen kann. Also es gibt natürlich viele, viele Varianten, auch vom Eigenbau, alles Mögliche. Also wenn man da sich durch die Foren auch liest, es ist schon unglaublich, was sich Leute da teilweise ausdenken. Da steckt dann doch schon teilweise ganz schön Ideenreichtum dahinter auf jeden Fall. Aber das hier ist mal ein Seat Mover, so wie man es kaufen könnte. Ich sag mal jetzt vom Preis her mit um die 3000 Euro ist das, sag ich mal, ein guter Einstieg in Simracing, was sowas betrifft, wenn man jetzt einen Seat Mover haben wollen würde. Es ist, glaube ich, generell, würde ich behaupten, die billigere Variante, sich einen Seat Mover zu kaufen bzw. zu bauen, wie jetzt einen Plattform Mover. Man muss ja auch so überlegen, ein Seat Mover benötigt ja viel weniger Kraft auf den Motoren, wie wenn man jetzt einen ganzen Simulator als komplettes bewegen möchte. Deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich für den ProSimU Plattform Mover entschieden habe, zeige ich euch nachher ab. Dann geht's weiter, was glaube ich auch relativ verbreitet ist als Seat Mover. Das ist hier Sim Experience. Wie ihr es hier auf dem Bild seht, auch ein sehr modulares System. Man hat hier dieses Grundgerüst, wo hinten diese zwei Aktuatoren am Sitz festgemacht sind. Der Sitz hockt hier auf einer Art Kugelgelenk oder irgendwas, ich weiß es jetzt nicht. Der Sitz kann quasi nur durch die zwei Aktuatoren bewegt werden. Das sind, soweit ich weiß, SCN5 oder SCN6 Aktuatoren. Für die sowas vielleicht schon mal gehört haben oder schon kennen. Ja, das lässt sich dann hier mit diversen Modulen erweitern. Da gibt es auch hier dann Motion Simulator Kit Stage 1, 2, 3, 4. Je nachdem, umso höher, umso mehr Zubehör ist dabei.
Allerdings auch umso teurer wird es dann. Ich kann mal schön euch das zeigen. Stage 1, wenn man jetzt hier mal guckt, das ist eben dieses Modul. Und dieses Modul kostet schon mal 2200 Dollar. Das ist allerdings jetzt auch SCN5 Aktuatoren, also das sind relativ schwache Aktuatoren, die nicht so viel an Gewicht packen. Und es sind natürlich nur zwei Antriebe. Geht dann weiter bis zu den größeren Aktuatoren, SCN6 und ja, wie gesagt, du müsstest selber mal schauen, will ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen. Als andere Variante, was ich noch zufällig mal gesehen hatte, wäre dieses hier, das wäre jetzt Dove Reality. Das sind hier solche, wie soll man sagen, Industriemotoren. Die haben quasi hier so Drehgelenke, das dreht sich dann. Das sind natürlich jetzt hier im Endeffekt schon sechs Stück. Quasi das ist dann hier mit der Plattform. Das ist ja quasi schon ein Plattform-Mover und setzt dann das komplette Teil in Bewegung. Also nicht nur den Sitz, sondern alles zusammen. Sieht für mich ein bisschen filigran aus, muss ich ehrlich sagen. Macht bestimmt auch seinen Zweck. Ich habe, was ich nur, wie gesagt, das habe ich nicht selber ausprobiert, das habe ich nur so gelesen in den Foren. Das sieht zwar immer nach gerade bei diesen Teilen nach viel Bewegung aus, aber was nach viel Bewegung aussieht, muss nicht unbedingt heißen, dass die Bewegung sich auch realistisch anfühlt. Böse gesagt ist, ich will es jetzt absolut nicht schlecht machen, soll es wohl etwas Kirmesgeschaukel ähnlich sein. Also wie gesagt, das ist nicht meine Meinung. Wie gesagt, ich kann mir dazu keine Meinung bilden, weil ich selber nicht drin gesessen bin. Wie gesagt, nur das, was ich so gelesen habe. Was noch von diesen Motoren scheinbar auch ein bisschen ein Nachteil ist, dass die wohl immer ein wenig Spiel haben und somit auch die Bewegungen relativ, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, unpräzise sind. Aber wie gesagt, alles Informationen. Das Große, was immer behauptet, wird nicht behauptet, was einem ans Herz gelegt wird, ist eigentlich im Endeffekt, um glücklich zu werden in der Sache, selber ausprobieren, die Meinung sich bilden und dann entsprechend kaufen. Ich habe persönlich nichts vorher ausprobiert, ich habe mir aber viele, viele Gedanken gemacht, was ich eigentlich von so einem Teil erwarte und bin deswegen auf dem Plattform-Mover gelandet. Aber ja, wie gesagt, das ist ganz, ganz viel im Endeffekt von Person zu Person anders, was jeder haben will für sich. Auch dann wieder, mancher steht auf mehr Bewegung, mancher steht vielleicht auf weniger Bewegung. Wenn jemand auf mehr Bewegung steht, kann sein, dass jetzt ein Teil wie dieses hier schon wieder vielleicht für denjenigen besser ist. Ich meine, vom Gewicht her, was man den tragen kann, 150 Kilo ist ja schon mal ganz ordentlich. Wir haben ja im Endeffekt auch sechs Motoren, die das quasi nur zusammenstemmen müssen. Und die Plattform selber hier ist mit Sicherheit auch nicht allzu teuer. Und auch diese Simulation zum Beispiel, also was man auch dann sagen muss, wenn es vielleicht auch, was man so liest, nicht die besten sind, verhältnismäßig relativ günstig, aber auch wenn man so schaut. Aber ich glaube, jetzt haben wir genug von den Alternativen. Ich wollte jetzt nur mal so ein paar grundsätzliche Sachen sagen. Wie gesagt, das Allerwichtigste, ihr müsst euch im Klaren sein, was ihr haben wollt. Da macht euch vor, bitte lieber mehr Gedanken als zu wenig und im Zweifelsfall probieren. In den Foren wird da, glaube ich, viel, viel Hilfe angeboten. Auch Leute, die dann wirklich anbieten, sagen, hey, du wohnst bei mir in der Nähe, komm vorbei, dann kannst du mal meinen Simulator ausprobieren. Und so Geschichten habe ich da alle schon gelesen. Zum Beispiel bei Prosimio, wo ich jetzt bestellt habe, die bieten das auch an, dass man dort hinfährt. Die haben da mehrere Standorte, wo man dann die Simulatoren im Endeffekt auch ausprobieren kann. Also von dem her, es gibt genug Möglichkeiten, aber man muss sich halt im Klaren sein, weil so eine Ausgabe von, sag ich mal, einigen tausend Euro will schon überlegt gemacht sein. Auch ich war trotzdem noch, wo ich dann zum Schluss da saß, auf der Seite, es war alles im Warenkorb. Ich habe trotzdem nochmal wirklich bin in mich gegangen und hab, bis ich dann wirklich letztendlich gedrückt habe, okay, jetzt muss ich bestellen oder jetzt bestelle ich. Es ist schon nicht einfach auf jeden Fall. So, jetzt aber zu dem Teil, was ich bestellt habe. Mein Bruder hat es ja im letzten Video zum Schluss schnell angeteasert. Ich bin hier bei Prosimio, haben die hier, das ist die Hauptseite. Die haben verschiedene Simulatoren angefangen, wie ihr hier seht. Das ist die Static-Variante, also ohne jeglichen Antrieb. Quasi das Grundgerüst sieht schon mal auch, finde ich, ganz ordentlich aus. Da sind wir hier dann bei der T1000-Serie. Da gibt es dann das T1003M und 2M. Und ich muss jetzt lügen, alles was dann drüber ist dann quasi 5M. Das sind dann quasi mit vier Aktuatoren plus ein Aktuator für die Traction Loss.
Traction Loss heißt, wie man sich im Namen schon denken kann, das simuliert, wenn quasi das Heck vom Auto ausbricht. Das ist also dieser seitlich angebrachte hier. Gehen wir mal hier auf die T1000er. Das ist eigentlich so die Variante, die, wie ich sie mir bestellt habe, nur nicht mit diesen kleinen Aktuatoren, das sind die SCN6 Aktuatoren, sondern, hier kann man es mal umstellen im Beibildschirm, das sind diese Dyadic SCN und das sind die großen, die PAS200, die sind wohl relativ noch nicht so lange auf dem Markt. Ich habe die 100mm Variante bestellt und jetzt seht ihr es, jetzt hat sich geändert, das sind doch ganz andere Kaliber auf jeden Fall. Ich habe euch mal hier was rausgelassen, zwecks die hier so quasi ein bisschen darstellen über die Wahl der Aktuatoren. Es gibt diese zwei Typen, Dyadic SCN6 und diese Prosimu PAS200. Die sind halt Neuentwicklungen, die sind wohl auch relativ leise und haben halt wirklich scheinbar richtig, richtig Kraft. Man schreibt jetzt hier über den Verfahrweg der Aktuatoren. Wir haben ja einmal, wie gesagt, die Dyadic plus die PAS200. Die haben jeweils 100 mm, beziehungsweise dann nur die PAS200 gibt es noch die 150 mm Variante und die 200 mm Variante. Und die schreiben hier, dass quasi bei den 100 mm zumindest die Effekte von einem Auto unter Straße dargestellt werden können. Bei den 150 mm Aktuatoren schreiben sie hier schon von großartigen Bewegungen, ideal für also Automotivsimulation, aber auch Flugzeugsimulation, also Aeronautical. Und dann die 200 mm Variante, das ist dann quasi eigentlich nur noch gedacht für Aeronautical Simulation, weil es einfach fürs Autofahren dann völlig, würde ich mal behaupten, völlig OP ist. Natürlich, umso länger der Verfahrweg von den Aktuatoren ist, umso teurer sind die Dinge auch. Sehen wir aber auch gleich. Das sind jetzt hier die Daten von den Teilen, was den Unterschied macht. Und zwar haben wir hier dann von den Dyadic Aktuatoren haben wir 125 mm pro Sekunde. Und die PAS 200 haben da 280 mm pro Sekunde. Also es ist quasi 2,2 mal so viel als die ursprünglichen SCN6. Also das ist, denke ich mal, schon verdammt schnell. Die Beschleunigung selber, also es ist, glaube ich, wichtig bei so einem Simulator, wie schnell der beschleunigt, um eben nicht nur schnell verfahren, sondern auch schnell zu beschleunigen, um viele Befehle präzise in kurzer Zeit wiederzugeben. Weil wenn du über, ich sage jetzt mal, du fährst über die Rennstrecke, fährst über Curbs und dann rüttelt es. Und das ist, glaube ich, denke ich mal, für so einen Aktuator wahrscheinlich die Königsdisziplin, sowas akkurat darzustellen. Vor allem halt auch in der Geschwindigkeit. Und da auch hier sind wir bei den SCN6 bei 1G Beschleunigung und bei den PAS 200 bei sage und schreibe schon 2G. Und ich habe, muss ehrlich sagen, keinen anderen Simulator, also jetzt so für den Normalverbraucher, keinen anderen Simulator gesehen, der tatsächlich 2G erreicht. Also wenn ich jetzt irgendwo hier falsch liege oder irgendwas nicht ganz richtig sage, ich bin relativ auch frisch in der Materie, was so vieles angeht, also dann schreibt es bitte in die Kommentare, ich lasse mich da gern eines Besseren belehren, aber finde ich hier an sich schon relativ beeindruckend auf jeden Fall. Und nicht zu guter Letzt, Thema Gewicht von so einer Plattform, muss ja quasi ein Aktuator ein gewisses Gewicht tragen. Das ist einmal die Plattform selber plus sämtliche Hardware, was an der Plattform verbaut ist. Und dann kommt ja noch das Fahrergewicht dazu. Jetzt ist bei mir so, ich bin ein relativ schweres Kerlchen, ich bin relativ breit gebaut und habe ein Gewicht von knapp 115 Kilogramm. Und da ist meiner Meinung nach so ein SCN6 Aktuator, würde ich sagen, leicht überfordert. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, die PAS 200 Aktuatoren zu nehmen, weil die ungefähr, also weil die knapp 200 Kilo schaffen. Das wäre in dem Fall sogar fünfmal so viel wie die SCN6, wo ich dann selbst mit meinem Gewicht sagen kann, okay, da ist eigentlich genug Power vorhanden. Noch ein sehr positiver Aspekt, was mir die Entscheidung so ein bisschen leichter gemacht hat, ist, ich fange jetzt an mit einem Ride-Off-Gerät, also das 3 Motion im Endeffekt, ist aber bei Prosimu so, dass du die Dinger upgraden kannst.
Finde ich sehr geil. Wie quasi an bei dem, was ich euch vorhin gezeigt, bei dem Sim Experience. Man kann anfangen mit einem Grundmodul und das dann quasi immer weiter ausbauen. Und so ist es hier auch. Da haben wir hier mal ein Beispiel. Also es ist alles jetzt hier von der ProSimio-Seite. Wobei ich in dem Zuge gleich auch erwähnen will, ich habe hier keinerlei Werbung oder irgendwas. Ich mache das hier aus freien Stücken von mir aus. Und also von dem her nicht täuschen lassen. Wenn wir hier jetzt anfangen, T1002M, also TwoMotion zu T1003M, wäre der Aufpreis 1090 Euro. Wenn man den 2M hat, kommt ja quasi im Endeffekt nur noch der SCN6 Aktuator dazu, der quasi die Traction Loss macht. Das ist eigentlich der kleinste Unterschied. Und nicht der kleinste, der eigentliche Unterschied. Wenn man jetzt allerdings von der 3-Motion auf 5-Motion umbauen will, da ist dann natürlich dann schon mal ein ganz schöner Happen, den man hier zu speisen hat. Jetzt ist nämlich so, dass man sich davor, und das war nämlich der Grund, warum ich mich auch mit für die PRS 200 entschieden habe, wenn man die Dyadic-Motoren hat, wird hier quasi der Upgrade bloß auf PRS-Aktuatoren angeboten. Sprich, wenn man jetzt die kleinen verbaut hat und komplett upgraden will auf 4 PRS 200 plus SCN6, müsste man knapp 7700 Euro draufzahlen, weil man ja 4 von den großen Aktuatoren bräuchte. Wobei bei der Variante, die ich jetzt hier gewählt habe, quasi nur 2 Aktuatoren dazukommen von den 2 PRS, und wir uns hier gerade mal, in Anführungszeichen gerade mal, in einem Preisbereich von 4400 Euro bewegen. Weil natürlich 2 Aktuatoren wegfallen. Da sind diverse Teile noch dabei für die Plattform selber. Die bleibt nicht ganz so erhalten, da muss man dann schon auch noch ein paar Sachen umbauen. Die wird auch, glaube ich, deutlich schwerer, die Plattform. Allerdings auch, so wie ich es auf den Bildern sehe, deutlich stabiler. Ja, aber das sind so Sachen, das sollte man vorher auch in seine Überlegungen mit einfließen. Was es hier natürlich auch gibt als komplett andere Alternative, dass man hier komplett Plattform kaufen kann. Das seht ihr hier auf den Bildern. Das ist ein gutes Beispiel. Da hat man dann die komplette Plattform. Und man kann quasi im Endeffekt draufbauen, was man so eigentlich will. Man muss hier im Endeffekt auch wieder nur drauf achten, um das Maximalgewicht von den 4 Aktuatoren nicht zu übersteigen, so dass die quasi sauber arbeiten. Allerdings haben wir hier natürlich auch wieder ganz andere Preisregionen. Da ist man halt bei so einem Teil grundsätzlich gleich mal bei knapp 9000 Euro. Wenn man allerdings so ein T1000 nimmt und den upgradet, ist man auch nicht viel billiger. Also man spart da im Endeffekt nichts groß. Im Endeffekt, was auch zu erwähnen wäre, sind Spezifikationen. Da will ich jetzt auch gar nicht viel dazu sagen. Man muss natürlich gucken vom Platz her, dass man genug zur Verfügung hat. Das Gewicht 65 Kilo hält sich da, finde ich, noch einigermaßen in Grenzen. Das ist, würde ich mal behaupten, allerdings mit den großen Aktuatoren wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil die 65 Kilo sich wahrscheinlich auf die kleinen Aktuatoren beziehen. Und hier haben wir nochmal von den SCN6. Also wie gesagt, hier brauchen wir im Endeffekt gar nicht groß weiter drüber sprechen. Was jetzt noch als letztes vielleicht noch zu erwähnen ist, sind wir hier bei Accessoires. Da kann man diverses Zeugs extra bestellen. Bis hin zum Beispiel zum Remote Install, wenn man sich so ein Teil kauft, dass es quasi von per Fernwartung quasi dann installiert wird. Ich stelle mir das so vor, dass man es dann aufbaut und das dann wahrscheinlich so über so eine Art TeamViewer oder ich weiß es nicht, dann gemacht wird. Wie ihr seht, hier kann man natürlich auch diverse Triple Monitor Stands kaufen. Was ich mir dazu gekauft habe, ist einmal das T1000 Fanatec Bracket, weil ich die Fanatec Schaltung habe. Und weil ich mir noch kaufen möchte, diverse Hotas Joystick. Da habe ich mir die Hotas Brackets auch dazu gekauft. Ob ich mir tatsächlich den Trustmaster Hotas kaufe oder was anderes, steht noch in Stern. Da bin ich im Moment noch etwas unschlüssig, aber ich habe es zumindest da. Dann, was ich noch gekauft habe, die Sparko 3-Point, 3-Punkt-Gurte, die habe ich gekauft, um schon mit zu montieren. Und dann kann man natürlich über, ja, ihr seht ja, man kann sich so einen Teppich, da habe ich mir einen etwas günstigeren bei Amazon bestellt. Da muss jetzt für mich nicht ProSimio draufstehen. Ich weiß nicht, wie die Qualität von dem Teppich ist. Dann wäre sicher die Upgrades natürlich nochmal zum Kaufen. Oder halt auch natürlich vielleicht für den einen, der einen Eigenbau-Rig hat und das auch behalten will, haben wir hier die Plug-and-Play-Kit von den PRS 200.
Aktuatoren kaufen. Da gibt es schon einige Möglichkeiten, wie man da quasi ans Ziel kommen kann. Ich würde sagen, soweit. Ihr wisst, was jetzt quasi euch in den nächsten Videos erwartet. Das nächste Video wird dann sein, das Unboxing-Video von dem ganzen Teil. Und ich hoffe, ihr habt da Lust drauf mit. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das Video quasi mit einem Daumen nach oben bewertet, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich dürft ihr den Kanal auch gerne abonnieren. Die Glocke natürlich nicht vergessen. Ja, ansonsten bleibt eigentlich nicht viel weiter zu sagen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen trocken, aber um das quasi mal komplett auszuführen, habe ich gesagt, mache ich das nochmal als extra Video. Und ja, ich hoffe, es waren die ein oder andere interessante Informationen für euch dabei. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.